restliche Stück formelt so. Onkel da? Sieht man von hier aus nicht, oder? Wo Bierkasten steht. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Summer Car. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir mal den Van geschnappt und bin schon mal ein Stück vorgefahren in die City, denn in dieser Folge wollen wir A, unsere Bestellung abholen. Denn Timer hat ja am Montag in der Folge angerufen, dass unsere Bestellung da ist. Das Teil, was wir noch für den Motor brauchen, damit wir den komplett fertig bauen können, ist damit endlich da. Und wir wollen den Motor heute gleich einmal noch komplett mit fertig bauen. So ist der Plan für diese Folge. Ich hoffe, das wird auch so funktionieren und es wird nichts irgendwas zwischendurch passieren. Aber wir kennen My Summer Car. Wir können uns einfach darauf nicht verlassen. So, jetzt gehen wir aber erstmal schnell zu Timo. So, zeitlich haben wir es schon mal geschafft. Timo, altes Haus. Ja, ich bin's. Ich wollte meine Bestellung abholen. 1854 Mark, wir haben los. Neuer Kontostand 3818. Es wird immer weniger. Hast du schon, oh, du hast schon mal wieder aufgefüllt, dann nehmen wir das auch gleich noch mit. Und das. Oh, ich komme gleich wieder. Ich habe ein bisschen zu früh gehandelt. Ja, pressen wir mal hier rein. So, ich wollte gleich noch mal hier eine ganze Ladung mitnehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ein Hefe. Und ein... Zack. So, braucht man jetzt hier noch was? Bremsflüssigkeit hatten wir, glaube ich, geholt, ne? Lackierdosen. Was hattet ihr gesagt? Ihr hattet ja viele Hinweise gegeben. Einen fand ich gut. Ihr wolltet ja erst, dass das Auto pink wird. Fanden einen guten Vorschlag, einfach den Motor pink zu machen und das Auto matt schwarz. Klingt richtig gut. Aber ich würde gerne der Fairness halber trotzdem, was die Autolackierung angeht, das dem Zufallsgeneral überlassen. Ich würde gerne eure Farbvorschläge einfach in den Zufallsgenerator packen und der spuckt dann aus und diese Farbe nehmen wir dann. Aber euch zuliebe, wir sind ja nicht so, komm, nehmen wir noch Schweinchenrosa mit für den Motor und für den Motoröldeckel. So, rein. So. Und das tun wir mal vorne rein, damit wir das auseinanderhalten können. So, zack. Dann so. Ja, ganz schön schweres Ding. So. Warum sind die Päckchen so weit auseinandergeschreut? So. Bestellung Nummer 1. Und Bestellung Nummer 2. Das wird das Rad sein. Und das erste wird das Ratschenset sein. Zack. Unboxing machen wir dann, wenn wir zu Hause sind. Wir fahren gleich direkt los, würde ich sagen. Sprit ist noch voll. Werden müssen wir also nicht tanken. Das ist gut. Den haben wir ja erst getankt. So, anschnallen ist natürlich Pflicht. Wir sind Vorbilder. So, let's go, würde ich sagen. Auf nach Hause. Und dann bauen wir noch schnell den Motor zusammen. Es ist ja, wie gesagt, bloß noch diese Scheibe einsetzen. Und den Rest dran setzen. Und dann ist das Ding ja erstmal fertig. Wie gesagt, Krümme und so, das kommt noch. Das müssen wir natürlich noch bestellen. Da brauchen wir aber erstmal das Geld dazu. Aktuell ist gerade unser Kunde wieder etwas geschrumpft. Wie gesagt, insgesamt braucht man jetzt noch um die 20 Riesen. Uje, Vorsicht. Um alle Sachen auf einmal bestellen zu können. Das heißt, wir brauchen noch 17 Riesen. 17K brauchen wir noch. Und dann können wir uns dazu mal fahrbereit machen. So. Ich hoffe, der Holzkunde ruft dann auch demnächst an. Wir werden auch demnächst dann uns mal auf die Suche begeben nach den anderen zwei Schrottautos. Es sind ja noch zwei Schrottautos offen. Insgesamt sind es ja 4 Schrottautos. Zwei haben wir gerade mal aktuell abgegeben, ne? Das heißt, irgendwo schwirren noch zwei herum. Die müssten wir auf jeden Fall noch suchen. Und dann werden wir auch noch irgendwie bei passendem Anlass den Jocke noch nach Hause fahren nachts. Der hat ja jetzt schon mehrfach nachts angerufen. Und da werden wir dann das Minisuchspiel des Koffers quasi freischalten. Wäre natürlich auch hilfreich, wenn wir schon den Koffer hätten, ne?
Vielleicht konzentrieren wir uns auch darauf, weil 17.000 jetzt auf die Schnelle zusammenkriegen, das könnte ein bisschen schwierig werden, ne? Ich habe eigentlich zweimal auf die Taste gedrückt, ne? Das heißt, vom vierten in den zweiten, nicht in den dritten. Goddammit. So. Ja, abgebogen. Ja. So. Oh, wow, wow. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Für die, die es nicht gesehen haben, boah, ich versuche mal das Auto abzufangen. Wir brauchen für das dritte Fahrzeugwrack uns nicht auf die Suche begeben. Guckst du einmal nach links, ne? Ob sich da vielleicht was getan hat, weil irgendwie gab es jetzt schon wieder ein Update. Und ich kann leider nirgendwo nachlesen oder finde nichts, wo, was das wieder für ein Update gab. Aber guckt mal, das dritte Schrottauto, wenn man das überhaupt ein Schrottauto nennen kann, das ist irgendwie, keine Ahnung, was das überhaupt direkt darstellen soll, aber. Wir haben es gefunden. Also fehlt uns dann nur noch der Standort von einem, von dem vierten Fahrzeug. Vom letzten. Sehr schön. Können wir dahinter auch ein Häkchen machen? Merken wir uns hier bei diesem, in Anführungsstrichen, Steinbruch. So sieht es zumindest aus. Deswegen nenne ich es einfach so. Da haben wir das dritte Schrottauto. Sehr schön. Fehlt uns also noch der Standort, wie gesagt, von einem. So, jetzt können wir ein bisschen abbremsen. Das ist ja echt mies. Steiler Berg nach oben und dann gleich die Linkskurve, ne? Erdbeerplantage müssen wir auch mal machen. Ich krieg die ganze Zeit, warum schaltest du nicht hoch? Shame on you, man. Shame on you. Ich bin ja froh, wenn dann irgendwann mal der Unglaub draußen sitzt. A, haben wir dann endlich die LKW-Schlüssel. Und B, gehört der Van ja dann uns. Geht dann in unseren Besitz über. So musst du nur Angst haben, dass er dann wieder weg ist, wenn du schlafen warst. Bis jetzt zweimal geschlafen. Toi, toi, toi. Bis jetzt standen wir noch da. Vielleicht gehört er uns insgeheim schon. Keine Ahnung. Sollten uns aber vielleicht nicht zu viel freuen, weil sonst freust du dich. Und dann ist er plötzlich wieder weg. Genau sowas wie, wenn dein Jocke nachts anruft, du sagst, okay, dann machen wir den Job, let's go. Und dann, Ben weg. Ups. Wie sollst du denn Jocke dann nach Hause fahren? Und du musst dann, glaube ich, dreimal, wenn nicht sogar viermal nach Hause fahren. Für ein Taschengeld, für ein geringes Beförderungsentgelt, sagen wir es mal so. Und dann schaltest du erst halt die Koffersuche frei, ne? Auch da habe ich viele Hinweise von euch bekommen. Unter anderem gibt es ja jetzt, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, aber gibt es ja jetzt eine MySommerCar-App von RedX, unserem kleinen MSC-Informanten. Da soll das auch drin stehen, wo man den Koffer finden kann. Nicht, wo der Koffer ist, es gibt verschiedene Standorte, aber da stehen halt die Standorte, wo man die Koffer finden kann. Vielleicht sollten wir uns da mal drüber informieren oder halt dann auch auf etlichen Seiten, die ihr auch mir genannt habt. Müssen wir mal schauen. Noch ist es nicht so weit. Bis jetzt hatte ja Jocke noch keinen Erfolg, uns ans Telefon zu kriegen. So, ist halt die Frage, wo ist dann das vierte Schrottauto? Dritte haben wir jetzt geklärt. Durch Zufall. Eigentlich war, glaube ich, immer bei der Dancehall auch immer ein Schrottauto. In der Nähe von der Dancehall. Ich habe extra aber schon geguckt gehabt. Aber ich habe da keins gesehen gehabt, ne? Und die Räder müssen wir auch noch holen. Dass wir erstmal die Standardräder haben. Dass wir damit erstmal fahren. Und dann später natürlich, wenn das passende Kleingeld übrig ist, werden wir natürlich dann die GT-Felgen neu begummieren. Begummieren, sagt man das so? Ne, wie nennt man das? Keine Ahnung. Halt neue Gummis draufziehen. Und die dann aufs Auto machen. Ist klar. So. Nächste Streuner. So, gleich sind wir zu Hause, sehr schön. Zeit haben wir auch noch genug. Perfekt und munter, so soll es sein. Und dass wir den Motor jetzt hinkriegen, alles soweit, war es eine perfekte Folge, würde ich sagen. Unsere Bestellung ist gekommen, die haben wir abgeholt. Wir haben durch Zufall
das dritte Schrottauto gefunden. Und wir haben den Motor fertig gekriegt. Und da ist natürlich Ventile einstellen ausgeklammert. Das haben wir natürlich noch nicht gemacht. Weil das auch gefragt wird von euch. Muss ich auch noch mal gucken, wie das genau war mit den Ventilen einstellen, genau. Eieieiei. Was du alles machen musst, bis du überhaupt mal mit dem Ding fahren kannst. Und da ist das Ding noch positiv gemeint, dass er zumacht. Sag's euch. So. Machen gleich nochmal einen Briefkastencheck. Nicht, dass wir jetzt Post bekommen haben. Zum Beispiel Strom oder Delivery, die das nicht bezahlt haben. Und dementsprechend natürlich auch keine Anrufe kriegen, ne? So, ach, ich will mir ja einmal abschnallen. Dann machst du das mal auf dem ersten Gang. So. Die Pinke sollst du eigentlich nicht. Du sollst einfach nur aussteigen. So. Ach stimmt, ja, den Traktor, den habe ich auch einfach bloß dahin geflackt. So, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Elektrizität, 126 Mark weg. Und das Telefonrechnung, ne? Hm. Na gut, das wird der Anschluss sein, ne? Den muss man ja natürlich bezahlen. Ob du telefonierst oder nicht. So, zack. Restliche Stück fahren wir jetzt so. Onkel da? Das sieht man von hier aus nicht, oder? Wo Bierkasten steht. Ich bin ja froh, wenn dann irgendwann mal der Onkel auch draußen sitzt. A, haben wir dann endlich die LKW-Schlüssel. Und B, gehört der Van ja dann uns. Ist der Onkel da? Sitzt der draußen? Das wäre ja natürlich richtig mega. So. Van parken wir erstmal wieder hier. So, die Zeit nehmen wir uns. Ne, Scheibenwischer möchte ich nicht, weil die Handbremse. Die Zeit nehmen wir uns natürlich noch, ne? Raus da. Zack. Let's go. Besuch beim Onkel. Das wäre ja dann mal richtig schnell gegangen, ne? Wenn der jetzt. Der sitzt wirklich draußen, ne? Kriegen wir jetzt die LKW-Schlüssel? War das nicht so, wenn der draußen sitzt, kriegen wir die LKW-Schlüssel? Yes! Wir sind nicht so schnell gefahren, ne? Aber wir haben richtig getankt. Wir kriegen die LKW-Schlüssel. Wie geil ist das denn? Der hat seine Lizenz verloren. Und jetzt kann er nicht mehr arbeiten. Weil er die Steuern noch nicht bezahlen kann. Das heißt, wir kriegen die LKW-Schlüssel. Jetzt schon. Ich erinnere mich an Staffel 2, wie das lange gedauert hat, bis der irgendwann mal draußen saß. Der Van gehört uns jetzt. Der ist fest. Und wir kriegen die LKW-Schlüssel. So I was thinking, if you want to start driving the truck, you could get some extra income easily. Das heißt, wir kriegen ab sofort auch die Güllekunden. Mega. Hammer. I just sit here and enjoy my government imposed unemployment. I sort of like this way when police say stop working. Wie geil ist das denn? Richtig geile Folge. Es ist nicht viel Action passiert. Aber viele Geschehnisse. You can pick up the truck keys from inside my hallway. Und das macht man natürlich. Wie geil ist das bitte? Vor allem wie früh. Wie gesagt, in Staffel 2 hat das ewig gedauert, bis der mal draußen saß, ne? Und jetzt haben wir schon die LKW-Schlüssel, sprich der LKW ist unser. Und der Van ist auch unser, weil er hat ja keinen Führerschein mehr. Er kann ja den auch nicht mehr fahren. Also, darauf drehe ich einen mit dir, du. Auch wenn du eklig bist. Trickshot! Ui. Danke dir, mein Freund. Also, naja, Freund. Familie, halt. Mega!
zufällig das dritte Schrottauto gefunden. Und der Onkel sitzt draußen, der Van gehört uns und der LKW samt Schlüssel gehört uns jetzt auch. Was will man mehr? Und jetzt bauen wir noch schnell den Motor zusammen und dann ist das wirklich eine rundum gelungene Folge. Aus meiner Sicht. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu schreiben, was ihr zu der Folge sagt. Wie gesagt, ich weiß, viel Action ist jetzt nicht passiert, aber viele Geschehnisse. Positive Geschehnisse für uns, die uns da auch natürlich weiterbringen, ne? So, der Kilio müsste ja rein theoretisch auch schon wieder fertig sein, ne? Warte mal, müssen wir ganz kurz aufräumen. Ja, komm. So, hier. Der Boost, den wir geklaut haben. Bei dem Verkehrschaos. Der Typ hat es ja eh nie mitgekriegt. Der lag ja voll in seinem Auto. Der eigentlich das ganze Verkehrschaos angezettelt hat. Das muss man ja auch mal dazu sagen, ne? Nicht wir sind daran schuld, sondern wirklich der eine Spasti, ne? So, dann ist das nämlich aufgeräumt. Ja, komm, in Ordnung ist das halbe Leben. Drum in die Abstellkammer und nirgendwo anders hin. So. Hat sich zwar jetzt nicht so gereimt, aber okay. So, hier müssten rein theoretisch die Flaschen sein, ne? Jawohl. Da musst du hier nicht immer rumschmeißen. Na. So, das heißt 6 weitere Flaschen, die wir auch befüllen können. Oh yes, da muss ich noch offscreen mal am besten zur Müllhalde fahren. Oder wir machen das mal zusammen in einer Folge. Und holen dann dort die leeren Flaschen, die wir jetzt schon abgegeben hatten. Hier liegen auch noch welche. Auch nochmal 6 Stück. Sehr schön. Es läuft. Es läuft. So. Dann, das ist Zucker. Und einmal Hefe. So. Guck mal, hier haben wir schon einen ganzen Satz. Dann kriegen wir jetzt noch einen zweiten hin. Das ist doch, das läuft. Das läuft, das sage ich euch. Das läuft. So, krieg ich den hier? Ne, wenn ich das so mache, krieg ich den nicht auf, ne? So. Ach ne. Hä? Das sollte aber nicht hin, ne? Hat mir das nicht vorne hingetan? Eieiei. Fragen über Fragen. Gut, dann ist Zucker und Hefe hier vorne gelandet. Was ich eigentlich nicht wollte. Verwechselt. Wenn die Tüten aber auch halt gleich aussehen, ne? Hefe sollte nicht jetzt gerade dahinter fliegen. So. Das kann ruhig hier hin. So. 2, 3. Wie viel sind jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist mit dahinter geflogen. Okay. Dann können wir das hier alles auf einen Haufen werfen. Dann haben wir jetzt wieder 2 neue Runden für Kilio. Perfekt. Und es ist gleich mal ein bisschen aufgeräumt. Und der Kilio blubbert nicht mehr. Warte mal, ihr habt gesagt, reinbeugen, ne? Für mich sieht das aus, als wäre der fertig. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Sieht der aus, als wäre der fertig? Können wir auch mal oben öffnen, oder? Für mich sieht das aus, als wäre der fertig. So. Ja, zack. So, jetzt kommt zum Motor. Halleluja, was ist das für eine Folge? So. Sprich, den Van verlieren wir jetzt auch nie wieder. Jetzt können wir wirklich so oft schlafen gehen, wie wir wollen. Der gehört uns. Das Ereignis mit dem Onkel ist eingetreten, dass er halt den Führerschein verloren hat. Und jetzt haben wir auch noch die LKW-Schlüssel. Sprich, der LKW ist jetzt auch noch unserer. Das heißt, demnächst werden dann auch die Güllekunden anrufen. Na, da jetzt läuft es aber hier auf einmal. Kriegt man ja einen richtigen Sprint hin, der. So, das ist wie gesagt die Scheibe. Da machen wir gleich mal ein Unboxing. So. Na, wo ist sie denn? Da ist die Scheibe. Guck's dir an. So, die müsste hier eigentlich jetzt drauf, ne?
Warum kommt hier Verbotszeichen? Aber was wird natürlich falsch halten, ne? Aber guck mal, wenn man vom Teufel spricht, klingelt das Telefon. Möller Schmidt. Und dann kommt der erste Kunde. Der erste Kunde, wie geil ist das denn? Ja, wir kommen. Also, wir warten noch auf 5 andere. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ja, auf 4 Kunden warten wir noch. Hallo? Ich glaube, der hat schon wieder aufgelegt. Mann. Der erste Güllekunde. Warum liegt der Radarbuster 3000 hier? So. Haben wir mal wieder was am Zimmer gemacht? Alibi-mäßig. So, Ladies and Gentlemen, dann gucken wir mal. So, zack. Zack, das kommt hier dran. Dann packen wir das natürlich auch noch raus. Das ist unser Ratschenset, was wir bestellt hatten, noch mit. Dann haben wir das nämlich auch mal. So, können wir gleich mal drauflegen. Und dann basteln wir natürlich gleich mal mit dem Ratschenset. Ich habe aktuell die Größe vergessen. War das eine 11er Schraube oder eine 7er? Da war es 7er, hä? Ja, beides falsch, pass auf. So. 7er. So, sehr schön. Jawohl, 7er war es. Dann einmal umstellen und dann können wir es festschrauben. Perfekt. Zack. 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 Läuft. Na. Auch schön, wie die Schraube vom Starter hier durchragt, ne? Das würde übelst hängen bleiben. Eieieiei. Das darf sogar kein Mechaniker zeigen. So. Zack. Das ist dran, endlich. Du gehörst der Geschichte an. Du darfst irgendwo da hinten erstmal hin. So. Jetzt haben wir gelernt. Dann kam das hier drauf. So. Nein, nicht umschmeißen. So. Natürlich brauchtest du wieder eine andere Schraube. Ich weiß es gar nicht, was eine 8er. Nope. Vielleicht doch eine 6er Schraube. Ja. Zack. 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 Setz du mal, lass es. Mach mal kurz auf den Tisch hier. Was habe ich denn jetzt wieder abgeschraubt? Ach, der Ölfilter. Guck, da kommt doch der nächste Ölkunde. Es läuft egal. Der nächste Güllekunde. Möller-Schmidt Gülle-Entsorgung. Ausloppen, alles klar, mach's gut. Ja, und der zweite. Fehlen noch 3 Kunden. Sehr schön. Wenn es läuft, dann läuft es einmal richtig, ne? Das haben wir festgeschraubt. Jetzt kommst du hier drauf. Müssen wir natürlich gucken, wegen den ganzen Schrauben. Ist das nur hier vorne das? So, dann machen wir mal. Das ist bestimmt eine größere Schraube, oder? Hier kannst du, glaube ich, mal mit einer 11er anfangen. 11er abwärts arbeiten. Ja, muss schon die richtigen Schrauben nehmen, ne? 11er ist es nicht. Nehmen wir mal eine 10er. Auch nicht. Dann eine 9er ist es auf jeden Fall. Ah, Irren ist menschlich. So, mal. 7er hat man, ne? Ja, komm, wir probieren es lieber nochmal aus. 7er ist doch eine 7er. Hat mir nicht eine 7er? Da war es. Eine 6er, glaube ich, ne? Irren ist menschlich. So, zack. Ja. Wir checken es ab. Hier die Schrauben noch festmachen. Und hier noch festmachen. Und dann müsste das gewesen sein. Zack, zack, zack. Das ist alles
Täuschung. Da ist noch eine. Das ist aber eine andere. Die Sticker wirkt sie. Ach, das ist nicht. Eine 9er auch nicht. Eine 10. Eine 10 ist es. Sehr gern. So, das haben wir festgeschraubt. So, Block hier. So. Hier müssen wir, glaube ich, nichts verschrauben, ne? So. Na, komm her. Ich glaube, wir haben wir alles, ne? Wie gesagt, die eine haben wir hier festgeschraubt. Mehr kam jetzt nicht. Und mehr sehe ich auch nicht. Sehr schön. So. Dann machen wir einmal ganz kurz. So, der nächste Güllekunde. Heute läuft's wirklich. Heute läuft's wirklich. Heidi Witzka. Müller Schmidt Gülleentsorgung. Bitte, bitte, der da. Ja, in Loppe. Alles klar. Der dritte. Zwei, die noch fehlen. Sehr schön. Läuft. So, dann haben wir das hier noch dran zu stecken. So, das ist hier wieder so was Kleines. Da würde ich mal mit einer 6 vielleicht anfangen. Ja, hier. Wie gewusst, hä? So, zack. Zack. Und dann ist ja eigentlich bloß noch die Schutzkappe, ne? Ich glaube, wir haben die Schrauben zu früh festgezerrt. Ich glaube, die Schutzkappe muss ja noch drauf, die hier liegt. Mit festgeschraubten Schrauben funktioniert das nicht. Da waren wir wieder. Früher war das mal ein Teil, ne? Jetzt muss das mittlerweile separat drin machen. So, das haben wir festgemacht, das haben wir festgemacht. Wir können es natürlich ausprobieren. So, das letzte Teil. So, du kommst hier drauf. Und das willst du natürlich nicht, weil wir schon festgeschraubt haben. Ich sehe schon, wir sind schon wieder längst in der Überlänge. Müller Schmidt Gülleentsorgung. Ja. Alles klar in der City. Geht klar. Oh Gott, ich kann gar nicht mehr laufen. Hey, die wird sogar noch ein Güllekunde. Den kriegen wir auch noch hin, wenn das so weitergeht. So, eine 7 hat man gesagt, ne? Also, umschalten. So. Dann müssen wir das nochmal ganz schnell lösen. Mein Fehler. So, und jetzt müsste das hier drauf gehen. Zack, sage ich doch. Zu früh festgeschraubt. Aber naja. Zack. So. Letzten drei Schrauben. Letzten zwei Schrauben. Letzte Schraube und der Motor ist komplett. Jetzt vom, natürlich vom Krümmer abgesehen. Aber soweit ist der Motor jetzt einmal komplett fertig aufgebaut. So sieht das gute Schmückstück jetzt aus. Richtig nice. So, zum Abschluss der Folge. Damit ihr euch freut. Der Block steht da. Machen wir einmal so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das gesehen. Schnell weg. So, und einmal. So. So, da habt ihr wenigstens euer Willen, was rosa angeht. Zack, machen wir halt mal den Motorblock in rosa. Warum nicht? Ist mal was anderes. So, und ihr seid hoffentlich zufrieden. Und wenn das mal natürlich nicht einen positiven Daumen nach oben wert ist. So, der fünfte Kunde und letzte Kunde ruft jetzt an. Wenn's läuft, läuft. Was soll ich dazu sagen? Nach sagen, ne? Müller-Schmidt, Gülleentsorgestation. Ach, Holzlieferung, ja. Ja, bieten wir auch an, natürlich. Mein Fehler, entschuldigen Sie bitte. Ja, machen wir fertig. Jetzt geht's aber richtig. Ja, natürlich, aber ich muss ja. Ja, kann auch ein bisschen dauern, weil wir müssen noch die Güllekunden machen. Joa, wir werden sehen. Im Laufe der nächsten 14 Tage, denke ich mal, ne? Alles klar, tschüss.
quatscht nicht so lange. Gut, es war jetzt nicht der fünfte Gullikunde, aber es war der Holzkunde. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Wenn es läuft, dann läuft es aber richtig. Gut, Motor haben wir geschafft. Wir haben das dritte Schrottauto zufällig gefunden. Der Opa war draußen. Das heißt, wir haben den Van und wir haben den LKW. Wir haben nämlich die LKW-Schlüssel bekommen. Und ja, die ersten Gullikunden haben angerufen. Zumindest 4 von 5. Und der Holzkunde hat auch nochmal angerufen. Das riecht richtig nach Money, Money, Money. Wir haben noch ein paar Utensilien für den Kiju geholt und der nächste Kiju ist auch eigentlich schon fertig. Und den nächsten können wir dann, wenn wir das abgefüllt haben, auch gleich wieder neu ansetzen. Was will man mehr? Und das alles in einer Folge, die wieder etwas mehr Überlänge hatte. Aber ich denke mal, euch wird es auf jeden Fall nicht stören. Und damit sind wir jetzt aber am Ende mit der neuen Folge von My Sommercar. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr sie ist, gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen. Und was noch nicht gemacht hat, gerne ein kostenloses Abo. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann am Freitag zu einer neuen Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen. Verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.